Wieder einmal hallo. Hier seht ihr den japanischen Flügelknöterich. Leider ist es schon spät im Jahr. Der Stiel ist schon ziemlich hart. Man kann ihn leicht erkennen an den Unterteilungen im Stiel. Diesen kann man als Rhabarberersatz verwenden. Er ist schon ziemlich holzig, was mich ein wenig ärgert. Mal sehen, ob noch was Weicheres dabei ist. Der scheint weicher zu sein. Ihr seht, der Stiel ist hohl. Normalerweise, also im Frühjahr, kann man diesen Stiel einfach so essen. Ist jetzt sehr holzig, allerdings schön safthaltig noch. Diesen kann man als Rhabarberersatz verwenden, wie gesagt. Man kann ihn auch mit Zucker in der Pfanne schwenken, wenn man möchte. Alles in allem eine sehr tolle Pflanze. Die Wurzel ist wiederum auch essbar. Allerdings haben wir zu spät im Jahr, wir haben schon September und er ist zu hart jetzt. Die Wurzel könnte man eventuell ausbuddeln und kochen, aber da es so viel zu essen in der Natur gibt, machen wir uns diese Arbeit jetzt nicht. Okay, so viel zum japanischen Flügelknöterich.